Hallo und willkommen zurück zu FreeCall. So, in Neu-Amsterdam haben wir jetzt einen erfahrenen Holzfäller. Das ist der hier oben und der produziert nun 8 Bretter statt der vorher üblichen 6. Ja, das ist doch schon mal ganz ordentlich. Hier produzieren wir das Artilleriegeschütz und unser Pionier baut den Weg bis nach Eindhoven-Twee. Hoffentlich schafft er es bis dahin. So, den Wagen können wir hier mal beladen. Ja, und dann in der nächsten Runde nach Neu-Amsterdam schicken. Oh ja, schauen wir mal, was das Rathaus hier eingebracht hat. 1% Rebellen bereits. Krone hat dem königlichen Expeditionskorps 2 Kriegsschiffe hinzugefügt. Die Anführer der Kolonien äußern sich besorgt. Ja, das tue ich auch. Ein neuer Konvertit aus einer Siedlung der Tupi ist in Neu-Amsterdam eingetroffen. Wüste südwestlich von Neu-Amsterdam. Unser Pionier hat alle seine Werkzeuge verbraucht und ist wieder zum freien Kolonisten geworden. Dann haben wir jetzt hier einen Konvertit. So, dann wollen wir mal sehen, was wir mit dem anfangen können. Wir können den Konvertiten zum, ja, wofür können wir den hier einsetzen? Der könnte Erz abbauen. Na, er will sich hier nicht verschieben lassen, doch jetzt schon. Könnte Erz abbauen. Was kann er sonst? Er kann, ja, als Erzschürfer arbeiten, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, und unser Pionier hier, der bewegt sich nach Neu-Amsterdam zurück und holt dann mal Werkzeuge. So, in Eindhoven-Twee können wir nochmal den Wagen etwas aufstocken, die Waren hier aufstocken und die dann nach Neu-Amsterdam schicken. Ja, genau, mir fällt gerade wieder ein, wie wir unseren letzten Wagenzug hier verloren haben. Der ist ja voll beladen in einem spektakulären Angriff der Indianer vernichtet worden mit all seinen Waren. Das war ein ziemlich schwerer Schlag, wenn ich mich da nicht falsch erinnere. 40% Steuern. Sonst werden sie unsere Zigarren boykottieren. Leider sind das die einzigen Waren, die wir überhaupt verkaufen. Neben dem Silber. Dann müssen wir das akzeptieren. So, rüsten wir ihn mit Werkzeugen aus. Na, geht das so? Müssen wir ihn auch erst hier hinschicken. Geht noch nicht. Na gut, dann müssen wir. Ach, wir müssen vermutlich auf 20 Werkzeuge warten. Ja gut, dann können wir den jetzt eine Runde lang. Ja, eine Runde lang als Erzschürfer im Regenwald arbeiten lassen. Ah, und der Karren ist angekommen. Können wir das entladen, das entladen. Alles aufs Schiff laden. Das Schiff dann aktivieren. Und gen Europa schicken. So. Runde beendet. Warenzug kann zurück. Das Schiff segelt nach Europa und in Neu-Amsterdam müssten wir jetzt den hier mit Werkzeug ausstatten können. Genau. Und in der nächsten Runde kann der, ja, den können wir jetzt nicht aktivieren. Na, wo haben wir den hingeschickt? Hier haben wir den hingeschickt. Was war das für ein Gebäude? Ach, das war doch hier genau, der Kürschner. So, den statten wir nochmal mit Werkzeugen aus. Und beenden diese Runde wieder. So, der soll dann mal den Weg hier vorne weiterbauen.
Endhoffentwe ist der Wagen angekommen, auch gut. 2% Rebellen. So, wir haben hier. Ja, hier ändert sich eigentlich vorerst nichts. Wir könnten eventuell den. Ja, wir könnten. Ich überlege gerade, ob wir hier mit dem Gefangenen, mit dem Kriminellen hier mehr Nahrung produzieren können, wenn wir ihn ausbilden. Aber das können wir ja nicht, wenn er ausgebildet, er sei denn, er sei denn, er wird zu einem erfahrenen Bauern. Dann produziert er zwei mehr. Sinnvoller ist aber wahrscheinlich einfach mal hier das ganze Umfeld hier zu erobern und urbar zu machen. Das wird also noch mal eine Weile dauern. Solange produzieren wir hier weiter, ja, mehr oder weniger sinnvoll oder sinnlos, Tabakblätter vollkommen über. Also wir produzieren viel zu viel, aber das liegt daran, dass wir ein Grundeinkommen von 4 Tabakblättern haben. Und unser, ja, freier Kolonist ist noch kein erfahrener Tabakpflanzen- oder Zigarrendreher. Also müssen wir da wieder warten. So, den Wagen stationieren wir in Eindhovenfee. Und wir beenden die Runde wieder. Geben hier dem Pionier gleich den Auftrag, hier eine Straße zu bauen. Es könnte natürlich sein, dass das Straßenbauen auf Flüssen gar nicht so sinnvoll ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Flüsse als ebenso schnelle Transportwege genutzt werden können wie Wege. Aber ich möchte die Kolonien trotzdem über feste Wege miteinander verbinden. So, entladen wir mal. Mal sehen, wie viel wir bekommen. Oh, gar nicht mal so viel. 40% Steuern. Da geht natürlich eine ganze Menge von ab. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier bekommen. Pelzhändler. Fahne Silberschürfer. Könnten natürlich einen erfahrenen Silberschürfer gut gebrauchen. In Eindhoven-Twee. Den nehmen wir doch einfach mal mit. Ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt. Dann setzen wir die Segel nach Neu-Amsterdam. Jo. Und beim nächsten Mal können wir vermutlich schon mal Pferde mitnehmen. Bauen wir hier in Neu-Amsterdam mal, also bald mal, also wir bauen ja hier in der Bauwarteschlange, haben wir ja nach dem Fort die Stelle. Ja, schauen wir mal. Und wir müssen natürlich auch hier darauf achten, dass wir nicht zu viel der Werkzeuge, also dieser Werkzeuge hier verbrauchen für den Bau von Straßen und so weiter, da wir ja auch für die Artillerie Werkzeuge benötigen. Eventuell müssten wir da mal welche kaufen. Oder mehr produzieren. Das wäre natürlich auch möglich, dass wir dann jemanden hinschicken, der den aktuellen Schmied unterstützt. So, denn der Pionier wurde wieder zum freien Kolonisten. Dann darf sich dieser jetzt nach Hause begeben. Schiff kommt an. Der geht nach außerhalb der Kolonie und der bringt das was, wenn wir den da hinschicken. Oh ja. Und dann lassen wir den doch erstmal da ein bisschen arbeiten. Okay, wir produzieren natürlich nicht genug Erz, aber wenn wir jetzt 9 Runden lang minus ein Erz produzieren, also ein Minus von einem Erz haben, dann können wir ja 9 Runden lang 2 zusätzliche Werkzeuge produzieren, also 18 Werkzeuge. Dann haben wir, ja, da hat der freie Kolonist fast schon seine komplette Ausrüstung selbst hergestellt. Das passt doch ganz gut. So, das Schiff wird wieder stationiert in Neu-Amsterdam und der erfahrene Erzschürfer, der
macht sich auf den Weg nach Eindhoven 2. Wird hoffentlich nicht von den Tupi überfallen oder anderen Indianern. Barbados wurde überfallen von den Inka. Ja, das ist uns egal. Prozent Steuer. Wir müssen wieder mal akzeptieren. Also so langsam wird es wirklich Zeit, dass wir uns von dem König lösen. Die Steuern sind da wirklich enorm. So. Der erfahrene Silberschürfer, der löst den Schuldknecht ab. Den ziehen wir mal irgendwo anders hin. Ist jetzt gerade egal wohin. Ihn hier hin. Er produziert zwei Silber und er nur ein Silber. Das ist doch mal schön. Ah, wunderbar. So, den Schuldknecht, den können wir jetzt hier gebrauchen. Wir produzieren jetzt gut. Wir haben jetzt hier einen zu viel. Würden wir ihn abziehen, würde das wieder passen. Wir können ihn aber auch hier hinschicken und als Bauer arbeiten lassen im Wald und erzeugen somit einen Nahrungsüberfluss von einem Nahrungsmittel. Das würde, ja, wäre nicht schlecht. Ja, muss ja da sein. Ansonsten würden wir ja zu wenig Nahrung haben. Und die, ja, Vorräte sind nicht besonders groß. Also muss er zwangsläufig da arbeiten. Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Wir beenden die Runde. Ich bin mal so frei und klicke hier einfach mal auf ein Feld. Gut, hier unten diese Felder, da hatte ich immer ein bisschen Angst vor, weil ich nicht wusste, was passiert, wenn ich sie anklicke, weil da auch nichts beisteht. Aber offenbar passiert da nichts, wenn man keine Einheit angewählt hat. Also lassen wir das doch erstmal so. Eine neue Nachricht der Krone. Wieder zwei Schiffe hinzu. Peter Minui ist dem Kontinentalkongress beigetreten. Indianer verlangen keine Bezahlung mehr für die Nutzung ihres Landes. Na, das ist doch gut. Gründervater nominieren. Der Handel mit Kolonien anderer Nationen wird möglich. Ach, das ist interessant. Das Untersuchen von Gerüchten führt immer zu positiven Ergebnissen und alle Landeinheiten bekommen einen größeren Sichtradius. Ist auch nicht verkehrt. Erhöht die Kampfkraft aller Kaperschiffe um 50%. Erhöht die Produktion der Freiheitsglocken in den Kolonien um 50%. Es erscheinen keine Kleinkriminellen oder Schulknechte mehr an den Docks und ihr könnt wählen, welche Einheit als nächstes auswandert. Na, das ist doch gut. So, dann müssen wir uns dafür mal auswählen, aus, ja, dann müssen wir uns dafür entscheiden. Und ich würde sagen, das lassen wir mal, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ja.